So, mein neues Intro mit leiserem Ton. Wenn es noch zu laut ist, bitte kurz in die Kommentare schreiben. Herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings und heute fühlen wir den Wunschpartner mal so richtig auf den Zahn. Was ist da gerade los? Ganz präzise nur bei ihm jetzt in diesem Moment, heute. Das heißt aber auch, wenn du dieses Video irgendwann mal siehst, soll es auch genau jetzt für dich sein. Deswegen dranbleiben. Wir schauen heute, ja, traditionell sonntags immer die Botschaft vom Wunschpartner, von deinem Herzblatt an, was hat er dir zu sagen, was ist in seinen Gedanken gerade los, was dich betrifft, was ist in seiner Gefühlswelt los, was dich betrifft, wie sind die Tendenzen, wohin entwickelt sich das gerade. Ja, ist nicht ohne Grund sonntags, weil Sonntag ist immer der Tag, wo man so ein bisschen runterfährt, wo man sagt, gestern vielleicht unterwegs gewesen, heute nicht viel zu tun, dann sitze ich so da und was macht man da? Denken. So, und da hoffen wir mal, dass er gute Gedanken hat, dass die in die richtige Richtung gehen, dass er sein Selbst mitnimmt, sein Inneres mitnimmt. Das werden wir jetzt gleich alles sehen. Ja, und auch herzlich willkommen. Jetzt habe ich mich ja gestern beschwert, dass wir kein neues Kanalmitglied haben. Jetzt haben wir gleich zwei. Herzlich willkommen, liebe Birgit, du bist am Start. Freut mich, dass du da bist. Und die liebe Ingrid ist auch da. Herzlich willkommen. Also, auch du oder ihr seid in der Müsli-Schüssel. Nächsten Sonntag gibt es wieder was zu gewinnen. Und das große Deck natürlich immer sonntags für die ganze kommende Woche mit allen Themen, die es da so gibt, dass wir da schon mal gucken können, okay, was kann ich tun, damit ich gut durch die Woche komme. So, also wir wollen schauen, die Botschaft vom Wunschpartner, das ist immer spannend. Was geht denn da so vor sich bei dem guten Mann? Dafür gehe ich jetzt mal irgendwo in die Ecke rein, wahrscheinlich bin ich hier. Und wir brauchen auch ein Bild. Ist das Bild da? Ja, das Bild ist da, ein bisschen spiegelig, aber das werden wir gleich machen. So, also die Abstimmung, wie unser neues Liegezimmer heißt, läuft immer noch. Die erste Abstimmung und ich kann euch sagen, Angel Lounge, ja, wird langsam mit großen, großen Schritten zum Favoriten. Du kannst immer noch gerne abstimmen in der Community, welcher Name wäre denn gut für unser Liegezimmer da hinten? Ein Liegezimmer, ja, klingt halt einfach so ein bisschen merkwürdig, ne? Liegezimmer. Bock, 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 bock. Okay, also wir legen die Karten aus. Wir wollen Energien haben. Ist der Mann gerade? Ja, der Mann ist gerade. Wir gucken mal, was ist denn da in seinen Gedanken los? Was fühlt er gerade so in Bezug auf dich? Na, was ist da das Thema? Warum sind die Karten krumm? Irgendwie habe ich komplett den Knick in der Optik. So? Nee, hä? Okay. So. Ja, okay. So. Ja, das ist es ja immer. Lege ich es vorher schon aus oder lege ich es im Video aus? Ich bin eher Fan davon, die Karten dann schon im Video auszulegen, weil sonst heißt es ja, legt er sich die Karten vielleicht vorher hin? Gibt es ja auch genug davon. Deswegen machen wir das einfach hier live, bunt und in Farbe. So. Ich mische Karten, die will schon raus, siehst du. Und da haben wir auch, na gut, das haben wir schon gesehen, ein Kind. Auch nicht schlecht, Kind ist immer gut. So. Dann wollen wir jede Menge Energien haben. Ich habe gesagt, wir schauen mal da ganz präzise rein. Deswegen mehr Karten. Mehr Karten ist gleich mehr Information. So, also Klärungskarte Gedanken, Klärungskarte Gefühle, Klärungskarte Tendenzen für die nächste Zeit. Ihr seht schon auch, ich komme eigentlich mit meiner Deko hier überhaupt nicht mehr klar. Das muss auch mal alles wieder eine Art haben, dass das irgendwie schön ausschaut. So, okay, dann würde ich sagen, wir sind soweit, es ist soweit. Wir wollen mal gucken, was ist denn jetzt da in seiner Gedankenebene los? Was ist da los im Kopf? Na, ich sag's ja immer wieder, der Mann, speziell tatsächlich der Mann oder fast alle Männer sind immer ganz, ganz viel im Kopf unterwegs. Der Mann ist ein Denker, der Mann ist ein Planer. Der Mann hat gerne immer alles im Griff, unter Kontrolle. Das kommt auch, ist auch, sage ich mal, der Evolution geschuldet, ja, dass der Mann irgendwie immer dafür sorgen muss, dass es läuft.
Und wir wollen gucken, hat sich das bis zum Jahr 2024 durchgezogen? Und wir gucken mal in Bezug auf dich. Was sind seine Gedanken? Was kann man da schon sehen? Aha, ja, da ist es ja auch schon wieder klar, das Thema, wenn ich mir das hier so anschaue. Das sind ja erstmal die zwei Münzen. So, das ist so ein bisschen eine unsichere Karte. Ne? Bei den zwei Münzen, unentschlossen, unsicher, weiß nicht so recht, was soll ich denn jetzt tun? Und da haben wir, glaube ich, genau zum richtigen Zeitpunkt heute reingeschaut. Der gute Sonntag, der wird es richten, weil ich dir sagen kann, jetzt in diesem Augenblick sitzt dein Wunschpartner wahrscheinlich zu Hause vor seinem Kaffee auf der Couch und denkt sich, ja, ist das das, was ich möchte, was ich jetzt gerade habe? Alleine sein, ohne dich sein? Hätten die Dinge vielleicht anders laufen können? Dazu noch gespickt mit 8 Schwertern. Ja, das ist so ein bisschen der Gefängnisgarten in seinem Kopf. Ja, da dreht sich alles so ein bisschen im Kreis. Kann irgendwie nicht klare Gedanken fassen. Also ja, da hat der Kopf schon mal wieder freien Lauf. Ja, es geht natürlich bei diesen beiden Karten auch um einen Neubeginn und um Kraft, Stärke, starke Bindung. Na? Also sofern du jetzt keinen anderen Mann hast, ist der Bär natürlich auch die Kraft, die Stärke oder auch eben die starke Bindung zu dir. Und die starke Bindung macht ihm natürlich jetzt auch das Kopfkino, dass er sagt, jetzt kann ich es doch nicht so richtig loslassen. Ging doch sonst immer ganz gut, dass ich mich zurückziehe und bin dann einfach weg. Aber hier ist die Bindung sehr, sehr stark zu dir. Das heißt, der Neubeginn, oder wie kann man das neu machen, das schwebt jetzt hier schon in seinem Kopf mit in Bezug aufs viele Denken. Denn da ist der Esel auch nochmal gefallen. Der Esel, ja, das kann auch er sein. Das ist Ego, das ist die Sturheit, ja, das ist das, wenn man immer im Kopf unterwegs ist und permanent irgendwie am Überlegen ist, wieso komme ich denn auf keine Lösung in meinem Kopf? Ja, aber die Lösung ist meistens nicht im Kopf. Die Lösung ist eigentlich im Herzen, wo man sagt, okay, ja, ich merke vielleicht sogar hier, dass ich viel zu viel am Planen und am Denken bin. Da braucht es vielleicht auch mal einen Richtungswechsel. Na, der Kompass. Der Richtungswechsel, dass man da vielleicht mal Dinge anders machen muss. Und das würde ich ihm auch dringend empfehlen, wenn ich seine Gedankenebene so anschaue. Da ist Unsicherheit zu sehen, da ist Unentschlossenheit zu sehen. Ja, da ist Befangensein wegen zu vielen Gedanken zu sehen. Da ist zu sehen, dass er gedanklich auch nicht von dir wegkommt, wegen der starken Bindung. Neubeginn spielt schon eine Rolle. Ja, vielleicht ja, ist er gerade dabei zu verstehen, okay. Hab vielleicht zu viel im Kopf verbracht. Er braucht jetzt einen Richtungswechsel. Also, wenn du gerade jetzt wissen möchtest, was denkt denn mein Herzblatt so ohne dich, kann ich dir sagen, ja, da geht's hin und her, da ist Hui und Pfui und da ist Hü und Hott. Also sehr, sehr viele Gedanken, sehr, sehr viel Unentschlossenheit. Also, wenn er jetzt gesagt hat, ich ziehe mich von dir zurück, ich melde mich jetzt nicht mehr, weil, keine Ahnung, ich zu viel gedacht habe, dann hat er hier schon festgestellt, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat. Er hat einen Riesenfehler gemacht. Na? Und das wird ihm hier so langsam bewusst. Na? Im Kopf kommt auch mal irgendwann sowas wie eine Klarheit zustande, wo er dann sagt, war vielleicht jetzt auch nicht meine beste Idee. Also wenn du so das Gefühl hast, nee. Mein Herzblatt ist gar nicht wirklich weg. Ich weiß, ich fühle und spüre, dass da noch was ist von seiner Seite. Kann ich dir das jetzt hier an der Kollektivenergie auf jeden Fall schon mal bestätigen? Ja, wir wollen aber auch mal in die Herzebene reinschauen. Was fühlt er denn? Weil das ist immer wichtig. So, da haben wir ja, oh, einmal haben wir da 7 Schwerter. Dann haben wir einen, ja, der König der Kelche. Sehr gut. Dann haben wir einen Park. Ein Liebe, und dann haben wir hier das Gift und dann haben wir hier ein geöffnetes Buch. Ah ja. Ja, 7 Schwerter, da geht es auch schon so ein bisschen. Ja, eigentlich ist das einer, der für sich das Beste rausholen will. Also im Herzen
Ist es schon so mit dem König der Kelche, das ist ja auch er selber, das ist ja eine Personenkarte, dass er Gefühle hat, ja, dass er eigentlich schon weiß, was er will. Und dass ihm sein Herz auch hier sagt, Moment mal, du solltest vielleicht mehr aus der Sache machen, die du da mit dieser Frau, mit dir hattest, weil irgendwie bist du hier komplett auf dem Holzweg. Ja, für mich. Ganz persönlich, es gibt ein paar Karten, die sprechen irgendwie anders zu mir. Und wenn ich mir diese sieben Schwerter anschaue, habe ich so das Gefühl von der Karte, hier passt eh irgendwas nicht, hier stimmt was nicht, ne? Da schleicht sich irgendeiner davon, er weiß, dass das nicht richtig ist, er hofft, er wird nicht dabei erwischt. Also wenn ich diese Karte anschaue, sage ich, da passt eh irgendwas nicht. Und das, glaube ich, fühlt er auch gerade in seiner Herzebene. Es geht nämlich um die offizielle Partnerschaft, es geht auch um die Liebe. Also sein Herz sagt ihm heute und jetzt im Moment schon, hey, du bist hier irgendwie komplett auf dem Holzweg. Du solltest die Dinge vielleicht anders machen. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, hey, bei dem ist doch was in Bezug auf euch beide. Da sind Gefühle da, da ist Anziehung da, das Kennenlernen war schön oder diese Partnerschaft war schön. Der kann dich doch jetzt nicht gleich vergessen haben. Muss ich dir hier recht geben, weil auch im Herzen merkt er, okay, hier passt was ganz gewaltig nicht. Da sind Gefühle da. Da ist die Partnerschaft und die Liebe da, aber irgendwas stimmt nicht. Irgendwie bin ich in einer ungesunden, in einer toxischen Lebenssituation mit dem Kapitel, das er jetzt für sich aufgeschlagen hat in Bezug auf einen Rückzug oder dass er sich nicht mehr meldet oder wenn du gerade das Gefühl hast, ey, das wird irgendwie weniger und du möchtest gerne mal wissen, was ist denn bei ihm los, was denkt und fühlt er und warum hat er sich überhaupt zurückgezogen, kann ich dir schon sagen, da hat er vielleicht gedacht, ja, der Drang nach Freiheit ist mir wichtig, dann hat er sich zurückgezogen und dann kam so eine Erkenntnis wie, boah, 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 mir geht es ja alleine gar nicht gut. Meine Gedanken drehen sich im Kreis. Im Herzen merke ich, okay, der Move war richtig mies, dass ich mich jetzt hier zurückgezogen habe. Also ganz, ganz schlimm. Ich muss hier etwas tun. Ich sag dir, es sind Gefühle da. Er hat Gefühle für dich. Er liebt dich auch. Das kann ich jetzt hier schon sehen. Alleine, wenn ich den König der Kelche sehe, wenn ich die Liebe sehe, den Bären für die starke Bindung, der Neubeginn, der Richtungswechsel, ist alles da. Es ist quasi alles angerichtet. Na? Aber das war ein ganz, ganz schlechter Move von ihm zu sagen, nö, ich ziehe mich jetzt mal zurück und das kriegt er gerade zu spüren. So. So, was haben wir da noch? Wir wollen mal die Tendenzen anschauen. Da sieht, aha, okay, da haben wir jetzt vier Schwerter. Dann haben wir die Königin der Münzen. Ja, auch eine schöne Karte. Und was haben wir hier unten noch? Ja, ich kann dir schon sagen, vierte Schwerter, da geht es auch darum, mal in die Ruhe zu gehen. Zu sagen, okay, das war jetzt alles Mist, was ich da gemacht habe. Königin der Münzen, logisch, das ist eine ganz tolle Karte, das bist du. Das ist eine bodenständige Frau, die steht für Sicherheit, die steht für Vernunft. Also die bringt eigentlich all das mit, was man sich von einer Frau vorstellt, wenn man länger in eine Partnerschaft möchte. Und ich glaube, er wird jetzt hier in der nächsten Zeit, vielleicht auch heute am Sonntag, noch mal ein bisschen mehr zur Ruhe kommen, ja, oder zum Wochenstart. Wird sich sagen, okay, ich muss mal irgendwie für mich selbst runterfahren, vor allem im Kopf. Schwerter sind ja die Kopfkarten, sage ich immer. Ja, auch der Sarg, da ruht etwas. Also ich glaube, er kommt jetzt mal zur Ruhe, ja, und sagt sich, gut, hier ist die Anhaftung immer noch da. Ich muss jetzt mal in Ruhe meine Entscheidungen treffen, was ich denn als nächstes tue. Denn ich habe hier eine vernünftige Frau an meiner Seite, mit der ich auch eine langfristige Beziehung führen kann. Die Uhr tickt, das ist 5 vor 12, es ist Zeit für Erkenntnisse, für Klarheit, für Fülle, es ist Zeit für Wunscherfüllung, es ist Zeit, dass er das, was er jetzt hier verstanden hat, auch in die Tat umsetzt. Ja, also das heißt, viele Männer merkt das schon, oh, das war jetzt nicht gut, mich zurückzuziehen. Ich mache die Gefühle einfach weg. Na? Er wird schon irgendwann vorbeigehen. Oder ist er einer, der sagt, ja, ich gehe schon nochmal auf dich zu, weil ich jetzt verstanden habe, dass das eigentlich eine gute Bindung ist. Und ich glaube, so einen haben wir hier. Da spielst du eine große Rolle, da spielt eine Rolle. Ich muss mal zur Ruhe kommen, vor allem im Kopf, dass es jetzt hier Zeit ist für Erkenntnisse und Klarheit. Und ich nehme den Stern auch so ein bisschen für die Wunscherfüllung wahr, dass da auf jeden Fall was in die richtige Richtung passieren kann. Schaut also gut aus. Ja, wir haben ja in den letzten Tagen
auch schon mal reingeguckt in Bezug auf euch beide. Da hat es jetzt auch nicht so verkehrt ausgeschaut, sowohl in der Kollektivenergie als auch in den meisten persönlichen Readings. Da schaut es nicht immer gut aus. Da wollte ich auch noch mal was sagen. Das heißt, ja, wenn du bei mir ein persönliches Reading buchst, ich bin kein Kartenleger, der sagt, ja, der will schon, der braucht noch Zeit, der ist in der Transformation. Wenn es nicht so ist, bei mir gibt es immer die schonungslose Wahrheit, weil du hast auch deine Klarheit verdient und einen Weg, wo es für dich lang geht. Und es ist auch meine Verantwortung, dir das dann so zu sagen. Kein Hokuspokus, kein jetzt war doch noch, das wird schon irgendwie, sondern wenn das wirklich furchtbar ausschaut, dann ist das auch meine Aufgabe, dir zu sagen, momentan macht es keinen Sinn, daran festzuhalten. Du darfst deine Energie jetzt auch erstmal für dich benutzen. Darfst nämlich immer auch nicht vergessen, wenn du an einem Menschen hängst, wenn du Sehnsüchte hast, wenn du Verlangen hast, wenn du Liebeskummer hast, ja, und ich schaue wirklich für dich, was kann man da noch tun, als Mann auch, ja, wo kann es lang gehen, was kann man tun, dann ist das auch etwas, was man wirklich machen kann. Aber wenn es gerade wirklich nicht passt oder es gerade nicht die Zeit für euch ist, dann darfst du auch verstehen, dass du deine ganze Energie, die du da immer reinschießt in diesen Wunschpartner und könnte, wette, sollte, müsste, zu dir zurücknehmen. Ja, du hast morgens, ich sag's immer, ein Glas Energie für dich. Ja, und da, was du damit machst, das ist deine Sache. Wenn du früh aufstehst und schüttest die ganze Energie auf deinen Wunschpartner, wo du gerade vielleicht gar nicht vorwärts kommst, ist deine Energie weg. Das merkst du, wenn du dann ja im Alltag vielleicht nicht auf der Höhe bist, wenn du in ein Loch fällst, wenn du emotions- und antriebslos bist, wenn du dich nicht richtig konzentrieren kannst, na, wenn du eigentlich eher nur so in dich gekehrt bist, dann ist ja die Energie weg. Und wenn ich dir sage, jetzt aktuell macht es gerade keinen Sinn, nimm deine Energie zu dir, dann kannst du dein Glas Energie morgens nehmen und kannst sagen, okay, was fange ich jetzt damit an? Was mache ich heute mit meiner Energie? Vorzugsweise mache ich damit etwas für mich selber. Ich investiere meine Energie für schöne Dinge, die mir gut tun. Ja, das darfst du machen, weil ob du jetzt leidest, deine Energie verschwendest oder ob du dir selber Gutes tust, ändert gerade an der Sache in Bezug auf dein Herzblatt nichts. Im Gegenteil, meistens ist es auch so, wenn dein Wunschpartner merkt, hä, dir geht's ja super ohne mich, was ist denn hier los? Ich dachte eigentlich, du hast jetzt Liebeskummer, dir geht's schlecht wegen mir. Dachte, ich habe die Kontrolle darüber, wie es dir geht. Wenn ich mich nicht melde, hat es dir doch schlecht zu gehen. Wieso geht's dir gut? Da muss ich mich doch gleich mal melden. Was ist da eigentlich los? Ich verliere die Kontrolle, ich verliere dich, muss mal was machen. Also ganz oft ist das tatsächlich auch der Fall, dass dann irgendjemand aus dem Busch gesprungen kommt, wenn er sieht, hä, dir geht's ja richtig gut. Also leb dein Leben, tu dir Gutes, wenn ich dir sage, das bringt gerade nichts. Oder ich sehe im persönlichen Reading eben jetzt zum Beispiel wie hier, okay, da kann man es vielleicht noch abwarten, weil ich bin mir sicher, da passiert in der nächsten Zeit etwas Schönes in Bezug auf Wunscherfüllung und Klarheit, wenn er hier mal versteht, dass er eigentlich komplett verkorkst ist und die komplett falschen Entscheidungen getroffen hat. Ja, jetzt habe ich mich nochmal verplappert, das zum Glück aber am Ende des Videos. Sehr schön. Aber es ist mir auch mal wichtig, das zu sagen, dass wenn ich für dich ein persönliches Reading mache, dass ich möchte, dass es dir gut geht. Ja, und dann erzähle ich dir nicht irgendein vom Pferd, dass du da voller Hoffnung wieder in das Tal der Trauer reinrennst, wenn nichts passiert. Ich möchte, dass es dir gut geht, weil du bist mir in erster Linie mal wichtig, wenn du dich bei mir meldest. Na? Ja, melden, meine Nummer ist in der Infobox. Ich würde sagen, bleib gesund, sei lieb zueinander. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.